Wir backen heute gemeinsam diese leckere Schokotorte mit Früchten. Die ist auch wirklich ganz einfach zubereitet und auch perfekt jetzt für den kommenden Vatertag. Und ja, zuerst backen wir den Kuchenteig. Dafür brauchen wir Mehl, Backkakao sowie Backpulver, Zucker und Vanillezucker, geschmolzene Butter sowie Eier und eine Prise Salz. Zuerst die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und Salz zusammen cremig rühren, etwa 3 Minuten lang. Anschließend die geschmolzene Butter darunter mischen und weiterhin cremig rühren. Anschließend die trockenen Zutaten in den Teig hineinsieben und sehr gut verrühren, bis sich gerade so die Zutaten verbunden haben. Dann den Teig in 2 mit Backpapier ausgelegte oder in gefettete 20 cm Durchmesser Springformen füllen. Und dann wird der Kuchen auch schon im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten gebacken. Anschließend den Kuchen, also beziehungsweise die Kuchenböden auskühlen lassen. Jetzt bereiten wir die Creme zu und zwar könnt ihr sie auch schon während der Backzeit zubereiten und dann schon mal kühl stellen. Und die Creme besteht aus Mascarpone, Schlagsahne, Backkakao sowie Zucker. Hierbei alle Zutaten cremig aufschlagen. Achtet hier bitte darauf, dass alle Zutaten eiskalt sind, das heißt Mascarpone und Sahne müssten wirklich eiskalt sein. Anschließend in einen Spritzbeutel hineinfüllen, mit runder Tülle am besten. Und dann, wie gesagt, bis zum Gebrauch kühl stellen. Und so sehen die Kuchenböden auch schon nach der Backzeit aus. Und sobald die Kuchenböden ausgehöhlt wurden, könnt ihr das Ganze auch schon anrichten. Und zwar die Kuchenböden auf eine Tortenplatte legen, zuerst natürlich eine, dann die Creme aufspritzen und den zweiten Boden aufsetzen, vorsichtig quasi darüber legen und dann erneut mit der Creme aufspritzen und dann nach Belieben mit Früchten garnieren und dann auch schon sofort servieren oder bis zum Verzehr kühl stellen. Dies, wie gesagt, wie ihr auch sehen könnt, wirklich ganz einfach zubereitet. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich hoffe, wir hören uns mal im nächsten Video. Bis dann!